Da fangen wir an jetzt, ja? Jetzt halt dich fest, der ist der Knaller. Morgen können wir sagen, übermorgen ist Freitag. Das ist super, heute ist Dienstag, sprich, heute ist Zeit für eine neue Folge von Come On. Ich hab gesagt, das ist ein Riesengag. Das ist ein Spitzengag. Als Einstiegsgag ist der absolut okay. Okay, ja, ist gut. Und es ist ja nun mal auch so. Ja. So, Maxi sitzt heute gerade, denn gerade sitzen ist der heiße Shit, habe ich gerade im Vorlauf der Sendung erfahren. Fabian ist heute nicht da, der hat nämlich Urlaub und der eine oder andere von euch fragt sich garantiert, was ist denn los bei High Five? Warum hat denn da ständig einer Urlaub? Dieser Verdacht drängt sich tatsächlich auf. Vielleicht können wir das mal ganz kurz aufklären. Das liegt an Folgendem. Wir haben aus letztem Jahr alle, wie wir hier sitzen oder nicht sitzen, noch relativ viel Resturlaub mitgenommen. Weil wir letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, als wir alle in Urlaub gehen wollten, mit High Five anfingen, relativ spontan. Und da war natürlich Essig mit Urlaub. Deswegen fehlt heute der Fabian, dafür ist aber Christine eigentlich da. Ich frage mich, ach, da kommt sie. Ich habe was mitgebracht. Nein! Geschenke. Ja! Einen Nino, Tisch. Geschenke. Schau ihn mal an. Das ist ja ein Totoro-Tisch. Ich habe einen Totoro-Tisch quasi aus dem Urlaub mitgebracht. Hast du echt mitgebracht? Nee, eigentlich nicht wirklich. Den habe ich selber gemacht. Kann man den mal so in die Kamera halten? Den kann man mal so in die Kamera. Oder fällt das dann alles auseinander? Nee, das hält. Einfach mal hochhalten. Ja. Ein Totoro-Tisch. Der Hintergrund ist, dass wir natürlich jetzt letzten Samstag die letzte Folge Zucker und Salz hatten. Ja, darf ich wieder abstellen oder soll ich noch halten? Darfst du wieder abstellen. Nee, ganze Show halten. Challenge. Bam. Nix. Oh, feige Sau. Ja, und ihr habt euch sicherlich auch schon die Frage gestellt, was kommt denn da überhaupt bald so? Und ich mache gerade Glorious Bustlers, also so, ja, jetzt wird mal richtig gebastelt. Also ich habe zum Beispiel diesen wunderschönen Totoro-Tisch in der Handyhülle gemacht. Ja, den habe ich selber gebastelt. Aber nur das, was da jetzt oben drauf ist, also nicht den ganzen Tisch? Nee, nicht den ganzen Tisch. Das ist einfach so ein ganz normaler, simpler Ikea-Tisch. Und da habe ich dann hier diese Mosaiksteinchen drauf gemacht. 12 kleine Asiaten bezahlt. Ja. Ich habe das Ganze im Park gemacht, habe irgendwie natürlich 3 Stunden im Park gesessen, ohne Sonnencreme, ganz vergessen. Ich sah hinterher aus wie ein Krebs, hab's jetzt vielleicht auch, nee, eigentlich nicht, aber ja. Das ist ein flacher Gag. Weißt du, über meine Witze hier motzen und dann kommt Christine hier mit so einem flachen Ding an. Ja. Wenn Fabian weg ist, muss ja irgendwer die alten Männerwitze machen. Ja. Der Tisch ist jetzt ab sofort ab und zu immer mal wieder so da oder auch nicht. Oder Nino packt ihn sich in die Tasche und nimmt ihn mit nach Hause. Könnte passieren. Der ist echt schön. Das ist gut. Genau. Lob. Ja, also wenn ihr auch bald wissen wollt, wie ihr euch den selber machen könnt, dann einfach reinschauen bei Glorious Bustlers. Im Juni geht's los. Da freuen wir uns. Im Juni. Da freuen wir uns. Da basteln wir tolle Sachen. Das wird super. Oh ja. Oder du. Ich habe aber noch mehr mitgebracht. Nämlich Fragen. Ja, Fragen und Kommentare. Der Waldi Knecht sagt, hey High Five Team, könnt ihr mir bitte einen Gefallen tun und eure Tetris-Deko umbauen? Bitte. Oh. Mich macht das ganz verrückt. Die dritte Reihe würde theoretisch verschwinden, weil sie voll ist. Mittlerweile müssten theoretisch 4 Reihen verschwinden. Ich habe ja was ganz Kluges gesagt im Vorfeld der Sendung. Wird das hier nochmal gerne betonen, damit die Leute mal wissen, dass ich nämlich klug bin. K-L-U-K. Das ist ja Schmarrn. Das wird, also ich weiß es nicht, wie es bei der letzten Sendung war, aber beim Original-Tetris sind es 10 Steinchen nebeneinander. Ja. Sprich, es würde sich nur dann auflösen, wenn es auch wirklich 10 wären. Es sind heute keine 10, sondern nur 5, deswegen glaube ich, dass es auch das letzte Mal keine 10 waren. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, da würden sollte es 10 gewesen sein, dann behaupte ich das Gegenteil, aber so ist alles cool. Deswegen aber zumindest, wenn wir das jetzt auseinanderklamüsern, dann verschwinden die Lichter, weil die Lichter gehen erst an, wenn du die Steine aneinander... Boah, der Willi lädt schon wieder die Pistole nach. Nein! Jetzt lass dich aber nicht schlecht. Hey, nicht auf die Actionfiguren schießen, du Assi. Alles kaputt machen. Ich glaube, es geht los. Ja, gar nicht. Fazit, wir lassen es so, würde ich sagen. Ja, natürlich lassen wir das jetzt so. Ich glaube, es geht los. Und wenn wir aufstehen, kriegen wir auch Ärger von William. So. Ja, wir dürfen gar nichts mehr. Aber du sitzt jetzt auch so. Ich sitze jetzt gerade. Aufrecht. Ja, weil, du hast ja gesagt, heißer Scheiß jetzt. Also. Nee, Maxi hat das gesagt. Ja, gerade sitzen ist gut für den Rücken und ja, ich habe halt keinen Rückenstress. Ja, dafür im Gehirn. Ja, ich mit dem Hexenschuss. Ja, hallo. Oh mein Gott. Der 92 Rock On sagt, Christine, ist dein Tattoo eigentlich fertig und dürfen wir das mal sehen? Ich kriege jetzt bestimmt auch wieder Ärger, wenn ich hier rumgehe. Aber erst mal hier, da so. Es ist natürlich noch nicht fertig, weil ich habe damals mal endlich Montag gesagt, das Ganze dauert so 4 bis 5 Sitzungen und man braucht zwischen jeder Sitzung immer so 2, 3 Wochen, bis das Ganze erstmal abheilt. Also das ist jetzt, das ist 2 Wochen her und man sieht, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, weil es zu weit weg ist, aber hier ist auch überall noch so
Zeug, Ekelzeug drauf. Ekelzeug? Nee, nicht mehr ganz eklig, aber hört man eigentlich die Sirene in der Aufnahme? Bestimmt. Wahrscheinlich. Bestimmt. Nein. Hört man nein nicht, oder? Genau, wenn man mich nicht hört. Hast du. Übrigens, Sirene, wir haben hier noch jemanden im Studio sitzen, der ist tierisch aufgeregt. Ja. Ja, das ist nämlich unser neuer, das ist unser neuer Praktikant, der Nico. Der ziert sich noch ein bisschen. Jetzt springt er gleich auf. Total süß. Nein, du musst ja noch nicht. Jetzt bleib doch mal sitzen und mach dich locker, Mensch. Ich habe nämlich gesagt, der Nico, der setzt sich heute mal mit zu uns in die Show. Den zeigen wir euch nachher und ihr dürft dann in den Kommentaren zu dieser Folge Come On viele Fragen stellen und die wird dann der Nico demnächst beantworten. Aber noch bleibt er sitzen, der William lacht. William sagt, es wäre fies. Ist doch gar nicht. Wir wollen doch den Nico vorstellen, oder? Ja, klar. Ja, du hast das ja auch gesagt, der Nico ist dann da. Und dann, eben. Ne, ihr wollt ja auch wissen, wer das ist. Nico ist super. Deswegen kommt Nico nachher zu uns kuscheln. Auch super. Und mich verwirrt jetzt schon dieses Nico-Nino-Ding. Also ich habe Angst, jedes Mal, wenn William Nico brüllt, werde ich so im Unterbewusstsein Nino verstehen und aufwachen. Deswegen, vielleicht können wir so eine Challenge machen, dass sich die Leute einen anderen Namen für Nico ist überlegen. Ist doch kein Haustier. Nein, aber was Tolles. Ja, was? Ja, weiß ich so. The Warrior King. Oder zum Beispiel. Okay. Oder. Ja, ist eine gute Idee eigentlich. Professor. Professor Awesome Professor 3000. B. Okay. Ja. Gut. Findest du es gut, Nico? Find er gut, da gibt's den Daumen. Daumen. Da, super. Also. Eigentlich hätte es ein High Five geben müssen. Aber gut. Markus98 sagt: High Five TV, was ist eure Lieblingsstadt auf der ganzen Welt? Maxi. St. Kilda in Australien. Das war's, nicht. Danke. Noch nie gehört. Echt? Ja, das ist, da war ich, als ich, 18, 20, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eine ganz süße Stadt direkt am Meer. Und die haben einen eigenen Vergnügungspark, wo der Eingang so ein ganz gruseliger Clownmund ist. Ach, aber Quatsch. Es ist irgendwie total romantisch. Und in der Straße selbst, es ist eher so eine Art kleines Dorf. Und in dieser Straße, der Hauptstraße, da gibt es so einen Friseurladen, wo oben drauf so schöne Figürchen stehen. Also so aus nicht Pappmaché oder so, der muss ja regenfest sein. Ja. Aber es ist irgendwie alles so romantisch und so künstlerisch, obwohl ich echt kein Freund von Hippies bin. Aber das ist da nicht irgendwie so. Die haben dann da auf der Straße Salsa getanzt, als ich dann da toll war. Das war so die schönste Stadt so für mich, die ich so jemals so empfunden habe, so vom Feeling. Da möchte ich gerne hin. Ist deine Liebste in Japan eigentlich? Ja, Tokio. Ja, Tokio. Ist meine Lieblingsstadt. Hätte ich getippt. Ich war jetzt erst in New York und war zum ersten Mal in New York und muss ehrlich sagen, dass ich auch total geflasht von New York war. Mhm. Weil es ist wirklich so dieses, man ist in New York, es ist nicht einfach irgendeine Stadt, es ist wirklich New York. Und ich habe halt berufsbedingt das Glück, beziehungsweise das Glück gehabt, jetzt in den letzten Jahren viele, viele Städte zu sehen. Aber ja, an Tokio kommt so schnell nichts ran. Es gibt auch in Europa ganz viele tolle Städte. Ich finde Amsterdam wunderschön. Ja, sehr schöne Stadt. Ich bin großer Wien-Fan. Mhm. Und ich bin, wenn es auch nicht in Europa ist, auch großer Australien-Fan. Also ich fand damals Sydney ganz, ganz toll. Wobei ich sagen muss, dass ich die kleineren Städte oder Dörfer dann in Australien fast schöner fand. Ich war damals so die Ostküste, also die Ostküste, ich glaube ja, hochgereist, so von Sydney bis Cairns. Und da waren ganz tolle kleine Käfer dabei, so Rainbow Beach, war Rainbow ganz, Beach, ganz geil. Toll. Ja, die haben da so einen riesigen Strand und der Sand hat halt unterschiedliche Farben und es ist so ein ewig langer Hügel und dieser Sandhügel hat unterschiedliche Farben, also so verschiedene Gelb-, Grau-, Brauntöne. Ich glaube, dass der Name Rainbow Beach daher kommt, weiß es nicht, war so meine Interpretation, aber ganz toll und Australien schön. Super und Sydney super und ja. Aber Tokio ist halt die totale Nummer eins, es ist halt... Mhm. Wie André in unserer Kochshow sagt, also wenn es eine Stadt gibt, die einem außerirdischen Planet am nächsten kommt, dann ist es, glaube ich, Tokio, weil da ist halt alles anders. Da kann ich noch gar nicht irgendwie mitreden. Ich war bis jetzt noch nie außerhalb Europas. Ich war noch nie aus Offenbach draußen. Hart Hofmann. Ja. Meine Lieblingsstadt liegt aber trotzdem außerhalb Europas, und zwar Portland, Oregon, sagt euch das was? Liegt in der Nähe von Seattle, also irgendwie... Aber da warst du noch nicht. Ich war da noch nicht. Und es ist trotzdem deine Lieblingsstadt. Ja, weil, pass auf, aus Portland kommen unglaublich viele Bands, Autoren, irgendwie Musiker... Spielt der nicht Twilight sogar? Da habe ich keine Ahnung von. Ich glaube, da möchte ich auch keine Ahnung von. Da wohnen halt echt super viele Künstler. Das ist so eine total künstlerisch angehauchte Stadt irgendwie. Also da wohnen nur Hippies. Ist Seattle ja auch in dem Sinne. Ja, eben. Also die liegen ja auch, also gut, für amerikanische Verhältnisse hängen, die sind hier natürlich recht weit auseinander, aber so auf der Karte jetzt so, da sind wir so eher so in einer Ecke. Und ich finde total faszinierend. Also gibt recht viele Serien, ich weiß nicht, es gibt Dann fahr da doch mal hin. Ich möchte Vielleicht wird mal das doch nochmal was mit deiner Band endlich. Geld. Ja, so ein Darf man das verraten, ja? Oder hätte ich das nicht sagen dürfen? Doch. Ich habe ja keine. Ich hatte schon mal welche. Aber du startest doch jetzt demnächst wieder durch. Irgendwie als. Mit eurem neuen Programm aus Hacke Peter wird Kacke später. Habe ich doch schon die Maxi-CD gehört. Der ist gut, der Gag. Wer hat gefurzt? Der ist leider nicht von mir.
Schade. Ja. Der war jetzt so. Egal. Ach, schade. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Komm, ja. Take This sagt, gut. Frage an das High-Five-Team. Wie steht's bei euch mit Sport? Seid ihr peinlicher Fan von irgendeiner Sportart? Ich sitze gerade, das reicht. Ihr sagt bloß eins, Betze, schießt die Bälle in die Netze. Und ein beeindruckendes 4:1 gegen Frankfurt. Und gegen das was? Auch nicht von dir, der Spruch. So. Nö, das ist halt so ein Betze-Spruch. So ein Betze-Spruch. Mhm. Nee. Ja, bin halt großer Fußballfan, ja. Ja, ja, ich weiß. Du? Ich bin kein Sportfan, überhaupt nicht. Also ich verfolge das nicht. Ich habe mal selber welchen gemacht, das ist Jahre her. Ich habe Rhönrad und Fechten gemacht. Das war richtig geil. Fechten? Ja, das war... Was war das erste? Höhenrad? Rhönrad? Ja, das ist so wie Achterbahnfahren, nur in langsam. Hä? Also gemäßigte Achterbahn. Du stehst halt in so einem Rad und dann machst du halt irgendwie unten die Füße in so Bindungen rein. Was ist denn ein Rad? Da geht's doch schon los. Das sind so... Also ein Rad. Wie erklärt man das? Zwei Räder halt. So zwei Räder mit so Sprossen aneinander, weißt du wie? So, ja, und ja, dann rollt sich das. Verstehe. Ja, ja, ja. Und dann tust du dich wie so ein Da Vinci da reinstellen. Ja, genau. Stellst dich wie ein Da Vinci da rein und dann rollst du rum und machst halt Drehungen und Übungen und Hüpfen und alles Mögliche. Und wie heißt das? Föhnrad? Föhnrad, genau. Ernsthaft? Nee, Rhönrad. Ach, Rhönrad. Ja, mit R-H-Ü-N. Rhönrad. Ja. Das ist cool. Aber ich bin dann mal rausgefallen und habe mir den Fuß verstaubt und dann war es vorbei. Hat nie wieder Rhönrad. Hat sich's ausgeradelt, ja. Maxi, du stehst auch auf Radler. Das ist die heißende Hundlache, finde ich gut. Das sind viele alte Männer, ja, heute. Aus dem Film? Der heißende Hund? Nein, das wandelnde Schloss. Wenn der kleine Hund dann die Treppe hochgeht, dann macht er doch auch mal. Da schnauft er natürlich so. Ja. Doch, der macht auch so. Ach, egal. Ja, der lacht ja nicht. Boah, jetzt kommt so eine richtige Fachmannfrage. Halt, stopp! Hat die Maxi schon auf die. Die drückt sie wieder vor der Sportfrage. Treppensteigen, das wissen wir doch schon seit. Ich steige wie viel Come-On-Folgen? Ich habe früher mal Volleyball. Ich weiß, dass Maxi sehr fleißig ist. Weißt du, Maxi geht oft laufen, Maxi geht auch in die Muckibude. Und Maxi macht was. Ich nicht. Und Volleyball habe ich früher gespielt, als ich 16 war. Warst du nicht sogar irgendwie auf der Grundschule? Auf der Grundschule? Grundschul-Champion im Weitsprung mit irgendwie 26,12 Meter oder so aus dem Stand? Ich war in der Oberbayernliga. Ja. Und in Amerika habe ich auch ganz viel Volleyball gespielt. Mhm. Bam! Dann war ich nicht mehr bei den Juniors, sondern war ich bei den Seniors, weil ich so gut war. Sauber, Maxi. Bam. Yeah. Bam. High fives. So. Was haltet ihr denn von Geocaching, sagt Opus 7999? Ja, das gleiche wie Röhrenrad. Föhnrad. Lob. Habe ich noch nie ja, genau, das gleiche wie Föhnrad habe ich noch nie gemacht, aber ist super, hätte ich Bock drauf. Ich wollte das immer machen, aber die App für iPhone kostet 8 Euro und dann habe ich mir gedacht, nee. So teuer? Das dann halt nicht. Ich kenne das Ding nur, weil ich in der Uni mal einen Bericht oder irgendwas darüber geschrieben habe. Du hast praktisch... Ich weiß, was das ist. Du weißt, was es ist? Ja. Achso, okay, aber man kriegt halt so Koordinaten und irgendwo liegt dann halt ein Schatz verbuddelt, oder? Genau. Ja. Und da gibt es so richtige Seiten und da muss man dann, wenn man den Schatz rausgenommen hat, entweder den gleichen wieder reinlegen oder etwas anderes reinlegen. Und es ist halt so ein Wanderspaß. So Schnitzeljagdmäßig halt. Ich finde das aber witzig eigentlich. Ich hätte da mal Bock drauf. Vielleicht machen wir das mal. Das ist eine gute Idee eigentlich. Ich mache das nur so... privat irgendwie nicht, weil das macht auch den Akku leer. Und also du machst es nur beruflich, twittern. Oder wie? Ja, beruflich, wenn wir das machen, also klar. Dann wäre das mal ein Versuch wert. Beruflich Kasten laufen, fände ich gut. Ja. Kann man beruflich Föhnrad fahren. Föhnrad fahren ist super. Fahrrad fahren und sich gleichzeitig föhnen, Föhnrad. Das wird das nächste große Ding. Ja. Mr. Striker 5001, warum haben jetzt alle irgendwelche Zahlen hinten am Namen? Okay, werdet ihr auf der Gamescom vertreten sein? Ich würde sagen, so... Das stimmt, ja. Eigentlich schon, ne? Ja, klar. Bestimmt, also ich, ja, bestimmt. Spricht eigentlich nichts so dagegen. Freue mich auf die Gamescom. Voll. Ich freue mich dieses Jahr sehr, sehr auf die Gamescom, muss ich ehrlich sagen. Weil? Es ist halt da lacht der William denn. Ich habe mit dem William die letzten Jahre das offizielle Web-TV-Format zur Gamescom gemacht, mit der lieben Annika Hansen zusammen. Mhm. Grüße! Und das war toll. Aber das war auch sehr, sehr, William lacht schon wieder. Es war wirklich toll, aber es war auch sehr, sehr anstrengend. Das war halt im Vorfeld super viel Arbeit und vor allem für William. Also auch mal an dieser Stelle Hut ab und das meine ich ganz, ganz ernst. Da irgendwie 8 Tage am Stück durch die Messehallen tigern, durch diese Menschenmassen durch, mit der fetten Kamera auf der Schulter. Das ist so schon echt anstrengend, weil es halt immer wieder die Spaßvögel gibt, die dann glauben, es ist total fancy, wenn man sich dann mitten nach so einer 10-Minuten-Moderation am Ende in den letzten 3 Sekunden da vor die Kamera stellt und irgendwie Faxen macht. Das ist genau zweimal witzig und dann langt es eigentlich. Und da Hut ab vor William, der da die letzten 3 Jahre sich durchgekämpft hat. Aber war toll. Aber dieses Jahr machen wir das so in der Form nicht mehr. Es wird es wieder geben. Ich glaube, Annika macht auch wieder mit irgendwie. Will aber noch nicht zu viel versprechen. Vielleicht machen wir auch irgendwie mit. Mal schauen. Aber dieses Jahr ist eigentlich nur irgendwie Bratwurststand und mal gucken. Spielen. Und Veggie-Schnitzelstrand. Veggie-Schnitzelstrand. Strand vor allen Dingen.
Das ist ein Strand, geil. Der liegt voller Veggie-Schnitzel. Was mir mit dem Bären passiert ist, da hat jemand einen Sticker auf die Linse gepackt. Ja, Wahnsinn, ich weiß noch. Da ich weiß noch. Was zur Hölle, und der Bernd, Grüße, Bernd ist total super. Der ist der ernsthaft, Bernd ist der Wahnsinn. Mensch auf dieser ganzen Erde. Bernd ist super. Ja. Wir haben den Bernd ja schon, kennt den Bernd ja. Also wer den Bernd nicht kennt, der soll mal schämen. Der soll den Bernd mal kennen. Ja, den Bernd mal kennenlernen. Bernd ist Spitzenklasse, aber wenn der Bernd mal unentspannt ist, das war aber auch eine Aktion. Da braucht schon viel. Das muss man sich echt mal vorstellen. Also ja, einem Kameramann auf die Linse ein Sticker. Was soll denn das? Es geht auch echt scheiße wieder ab. Es geht ab. Da kann der Will ein Lied von singen. Wie viele echte, achso, Linkin Park Rocks, ja, ich finde ja nicht, aber gut. War einmal, ich fand die alten Platten von Linkin Park damals. Die erste. Mit Grölhals, Chester, heißt der Chester? Nein, ja? Käse. Fand ich gut. Käse. Wie viele echte beste Freunde hat man eurer Erfahrung nach? Heutzutage hat jeder zig Freunde, auf die Bekannte eher zutreffen würde. Echte Freunde, wie bei dir, Maxi, sind echt eine Rarität geworden, oder? Ja, zwei. Bei mir sind es zwei. Echte Freunde. So für die ich für mein Leben lang, die ich auf meiner Hochzeit haben würde. Also ich meine, auf meiner Hochzeit werde ich auch Bekannte haben und wahrscheinlich auch dich. Na, danke, Maxi. Aber so lieb. Ich freue mich schon auf die Hochzeit. Nein, aber so richtig, sagen wir mal so, wer ist es, wen du als erstes anrufst, wenn es dir richtig scheiße und dreckig geht, wenn du richtig Hilfe brauchst? So, und da gibt es bei mir zwei. Ja. Ich finde, man kann die Frage so gar nicht, die Frage war, wie viele sollte man haben? Oder nee, was? Wie viel hat man unserer Erfahrung nach? Ich finde, das kann man halt so nicht sagen. Ich weiß es bei mir. Also ich würde dazu raten, dass man halt nicht zu viele enge Freunde hat, weil am Ende des Tages, ich glaube nicht, dass es wirklich funktionieren kann, wirklich viele enge Freunde zu haben, weil ich glaube, um eine enge Freundschaft zu pflegen, bedarf es schon auch ein bisschen Zeit, Aufwand. Ja, ich denke, man kann auch eine beste Freundschaft pflegen und sich nur einmal im Jahr sehen und trotzdem irgendwie bester Freund sein. Das finde ich auch, Aber ich finde, zu viele richtig enge Freunde, weiß halt nicht. Das ist aber, denke ich, auch bei jedem anders. Glaube ich auch. Es ist halt immer so dieses, man sagt halt so schnell, ja, ich gehe heute mit Freunden weg. Klar sind das alles irgendwie Freunde auf jeden Fall. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das alles nur irgendwie entfernte Bekannte sind, auf gar keinen Fall. Aber echte Freundschaft, also richtig enge, echte Freundschaft oder halt, ich mache was mit Freunden, also mit Leuten, mit denen ich mich gut verstehe und halt irgendwie wöchentlich weggehe, ist halt nochmal was anderes, finde ich. Ja. Also kann man die Haare halt nicht pauschalisieren. Zum Beispiel. Ja. Würde ich bei dir aber auch machen, Maxi. Habe ich das schon mal gemacht bei dir? Nein. Nein. Das geht. Bear Grylls, naja, hoffentlich trinkt dieser YouTube-User nicht seinen eigenen Urin. Frag Christine, wo hast du die Kassettenkette her? Ich hatte letzte Woche, nee, heute nicht. Ihr habt natürlich ganz schlecht vorbereitet, keine Kassettenkette heute an. Hatte ich aber letzte Woche, könnt nämlich jetzt hier oben da die Folge von letzter Woche angucken. Das dürfen wir nicht mehr machen. Was? Das dürfen wir nicht mehr machen. William echt hat gesagt, nicht? Wir dürfen nie wieder sowas nie wieder wie, so seht machen. Ihr, hier machen. Da kriegen wir geschimpft. Ja. Und die Kassettenkette gibt es natürlich bei kassettenkette.de. Die gibt es bei Crapware. Ich schreibe die URL unten in die Beschreibung. Das ist eine gute Freundin von uns. Jetzt da haben wir das Freundethema wieder. Die Steffi. Grüße, Steffi. Die macht uns ganz tolle Ketten immer. Es gibt auch eine Maximum Love Kette, so eine Robo-Kette, die kann man auch kaufen. Und Kissen. Und Hoodies. Ganz viel geilen Scheiß. Und benutzte Unterhöschen. Schmal. Unter anderem von mir. Gibt's hier eigentlich, haben wir das schon mal gefeatured, das Kissen? Jetzt gib's mir doch mal her. Hat man das schon mal gesehen? Jemals? Doch. Das haben wir doch auch mal geschenkt gekriegt, irgendwie von einer Leserin, hätte ich fast gesagt, von einer Zuschauerin. Ich glaube schon. Ja. Ernsthaft? Ich glaube schon. Von der Desiree, oder? Ja. Ich kann mich ja draufsetzen. Ja, toll. Das war's. Es geht gar nicht mehr weiter. Nico! Oh Gott! Nico! Come to my please. So, jetzt Achtung. Und jetzt also, haltet euch fest. Es kommt der Nico. The Warrior King oder... Ja, also genau, jetzt Nico setz dich Bellic. Doch jetzt mal auch mal hin. Nico Bellic. Nein, es muss ja was anderes sein. Der heißt ja mit Nachnamen was mit B. Also können wir schon mal irgendwie was mit B machen. So. Hallo Nico. Da ist er doch, der Nico. Schön, dass er da ist. Wir freuen uns. Jetzt kommt der Willi auch noch. Nee. Du musst die Kamera justieren. Oh. Aber kurz reinwinken kannst du. Nein. Willi, jetzt komm doch auch mal kurz zu uns. Ich hab dich eben nicht. Komm in die Sendung und alles. Jetzt sind wir alle drauf. Jetzt sind wir alle drauf. Willi, jetzt komm kurz hier zwischen uns. Komm, wir haben doch hier total... Will aber er nicht. Du, dann drück doch. Nicht. Also, ich mach einmal kurz so, weil er muss hier Der Einstand. Nico ist... Hallo, ist jetzt mal Maul da drüben auf der Couch. Ist jetzt mal Maul, ist auch gut. Das ist eine gute Ansage. Ja. Wäre auch geil für auf ein T-Shirt. Ist jetzt mal Maul, Fragezeichen. Ja. In deinem Maul. Nico wird den... Nein, nur noch in die Totale. Oh! Ach, nur noch in die Totale, ja. Ja. Nico wird den William künftig unterstützen, wird ihm unter die Arme greifen. Gehört jetzt zum Team. Wir freuen uns. Schön, dass er da ist. Yay. Und ihr dürft, wie eingangs erwähnt, gerne Fragen stellen.
Er schüttelt mit dem Kopf. Doch. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst in so einer Situation mit dem Kopfschütteln, weil jetzt geht's voll ab. Dürft gerne Fragen stellen und wir werden den Nico dann irgendwie die nächste, übernächste, überübernächste Show mal wieder hier zu uns setzen. Und ja, denkt euch mal einen coolen Namen aus. Aber was Cooles. Das muss was schon, Cooles, ja. Muss, also kein Quatsch, sondern auch wir wollen... Auch nichts Erniedrigendes, eher was Nein. Cooles. So König, Nico ist super. Midas, irgendwas. Irgendwas Cooles. Denkt euch da was aus. Nächste Woche ist dann auch König Sigismund wieder zurück. Und ich bin weg. Und du bist im Urlaub. Ja. Das ist echt unglaublich. Und ich glaube, danach was ist Christine dann schon wieder im Urlaub. Ich bin bald ich auch glaub, schon wieder im Urlaub. Ich habe im Mai auch nochmal Urlaub. Ja, aber jetzt müssen wir nochmal arbeiten. Also können wir... Das ist ein Wahnsinn. Ja, wir sind jetzt durch. Ja. Ist ja fertig. Dann wieder... Hier. Ich glaube, also, Julian hat eh schon lange auf Stopp gedrückt, der rennt die ganze Zeit von A nach B. Ihr könnt übrigens auch, ne, da wurde ich mir auch noch hier so angehauen auf Google Plus, ihr könnt natürlich auch Fragen auf Google Plus und Facebook und so stellen und Twitter. Also nicht nur unter dem Video, sondern also die URLs stehen auch alle in der Beschreibung. Es rentiert sich, also besonders auf Facebook, wir hatten ja auch eine Verlosung jetzt wieder, facebook.com/highfive. Ist es HighFiveTV? Nein, ist es /HighFive? /HighFive, ja. /HighFive? Gibt's immer tolle Sachen, schöne Fotos. Tolle Preise und jetzt William Potter, William Cushing kommen. Der da jetzt steht. Gehen wir gehen. Und jetzt ist Schluss. Feierabend. Okay, tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut, Leute.